Nichts gefallen lassen, okay? Ja? Und bevor wir jetzt zusammen rausgehen, ja? Rausgehen, ja? Einen Blick haben wie ein Tiger. Und jetzt das Allerwichtigste. Geht raus und fresst sie auf! Okay? Are you ready?
Let's get ready to rumble! Ja, Schiri-Team heute beim letzten Spieltag in der Bezirksoberliga-Qualifikation. Für die Schiris wahrscheinlich noch nicht der letzte Spieltag heute, nehme ich an. Nee, wir haben ja noch Relegationsspiele. Ja. Genau. Worauf freut man sich dann heute? Heute einfach auf einen guten Fußball, gerade in der Jugend, auf heranwachsende Spieler und einfach, dass das Spielklima passt. Und jeder Fußball ist ja für sich besonders. Dann hoffen wir auf ein faires Spiel heute. Ja, auf jeden Fall. Am liebsten ohne Karten und mit viel Toren. Ja. Also mit viel Pfiffen. Herzlichen Dank. Gerne. Und gutes Spiel wünsche ich. Danke. Ich danke. Ja, Tobias, letztes Spiel der Saison heute. Letztes Spiel für dich als Trainer, wenn ich das richtig gehört habe, für dieses Team. Ja. Und schaust auch ein bisschen wehmütig aus. Ja, es ist auch da. Ich war jetzt in der Kabine gestanden und wollte eigentlich die taktische Einstellung machen und habe mich dann entschieden, den fünf, die heute das Team verlassen, so ein paar Zeilen zu widmen und ihnen zu sagen, was ich an ihnen schätze, was ich an ihnen als Mensch schätze und als Spieler, was ich ihnen mit auf den Weg geben möchte, und habe eigentlich dann eingefordert, dass die anderen 9 bis 10 sich auch für diese 5 mal aufopfern, reinhängen und ihnen zum Abschluss ihrer Jugend 3 Punkte schenken. Das klingt sehr gut. Ich gehe davon aus, dass die Jungs das auf dem Platz umsetzen werden heute. Sie sind noch was schuldig, vor allem sich selbst, nämlich den ersten Sieg in der Qualifikation. Und ich denke, den werden sie heute einfahren. Wir werden es probieren. Wir werden heute ganz anders spielen taktisch. Ja. Wir wollen heute unser Spiel durchdrücken. Das ist normalerweise ein offensives Spiel, voraussichtlich im 4-3-3-System. Versuchen auch die Schwachstellen, wenn es solche gibt bei Büchold, die ich ausgemacht habe, also auf den Außenpositionen anzulaufen und auch die Räume zu finden. Und vor allem die 5, den Jonathan, einen echten Mentalitätsspieler, rauszunehmen. Die 10, den Julius, als Zielspieler probieren auch mal zu doppeln und unser Spiel durchzubringen. Also auch mal ein schnelles Spiel nach vorne, ein schnelles Umschalten. Wobei das wirklich für mich heute, klingt blöd, zweitrangig ist. Ich möchte den Jungs am Ende ein schönes Spiel schenken. Und danach, wenn wir noch 4-5 Wochen zusammenbleiben, haben wir beschlossen, noch einmal die Woche trainieren. Schön. Und dann noch mal ein schönes Abschlussfest machen. Und ich freue mich aufs Spiel, aber es ist ein weinendes Auge dabei. Weil das ist das Ende, das merkt man die auch so an. Eine kleine Ära von dem einen oder anderen, habe ich sogar gewickelt. Ja? Ja. Also von daher, alles gut. Ja, ich war ja mal eine Saison dabei, als noch in der U11 alle waren. Und natürlich, als ich mir die alten Filme jetzt nochmal angeschaut habe, wurde ich auch ein bisschen wehmütig, weil das einfach tolle Jungs waren und sind und wir wirklich viel Freude miteinander haben. Ja, und was sie einfach nicht verlernt haben oder verlernt tut man das nicht. Das sind nach wie vor sehr tolle Jungs. Ja. Mit vielleicht manchmal Priorisierung, die man kritisch hinterfragen kann, was aber zur Persönlichkeitsentwicklung dazugehört. Heute, wie gesagt, Mut, Herz, Leidenschaft und Team. Und dann schauen wir. Und der Bessere soll gewinnen. Heute zählt nur Fußball und sonst gar nichts. Alles klar. In diesem Sinne, ich freue mich aufs Spiel. Ich auch. Und dann sehen wir uns später nochmal. Ich danke dir, Peter. Ich danke dir. Gutes Spiel dir. Ja! We'll be right back.
Schade, weiter, Jungs!
Super! Johannes, Julius, ihr müsst nebeneinander sein. Nicht hintereinander. Nebeneinander. Wenn ihr rüberspielt, dann müsst ihr gleich Druck aufbauen. Nee, nur. Einer hoch, einer tiefer, einer die Lücke, einer muss der andere Ja, ja. Komm raus! Ja, ja, ja.
Beiden Sechsern hoch. Okay. Lasse, Lasse, gut da. Da brauche ich dich. Super. Gut, Lasse. Guter Lauf, Lasse. Wer geht rein? Wie? Freiwillig? Leute, kommt! Erster Ball! Erster Ball! Körperspannung! So, wer macht sich jetzt warm und geht rein, freiwillig? Ja. Erst wenn es hoffnungslos ist. Ist da okay. Noch mehr. Jetzt können sie es doch selber schaffen. Du denkst, du kommst jetzt aus, wir haben eine Wiederholung, ne? Ja, Mann!
Drauf. Da haben wir drauf. Ja, das ist nicht so. Das ist ja.
Klasse. Klasse. Klasse.
weiter, was? Los! Den muss er jetzt machen! Jawohl! Den muss er jetzt machen! Jawohl! Klasse gemacht. Leon, trau dich. Mit richtig Zug.
Die Mitte. Lasse kommt, Lasse kommt. Na? Da, nicht da, Tore, okay. Genio, Genio! Besetzen! 16er besetzen, 16er besetzen! Ja! Schön! Schön! Ja, Leon, jetzt! Mega, mega! Schön! Leon, Leon, den letzten Ball, Gallica! Weiter, weiter, weiter! Leon, den letzten Ball! Mit Zug, sehr gute Aktion, machst du jetzt immer! 1 gegen 1, trau dich, Junge! So, Jungs, weiter! Auf, Jungs, weiter geht's! Mitspringen! Hart, Lasse, zurück! Hey, also immer wieder Strafraumbesetzung, Jungs! Noch genug Zeit! 20! Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt kommt Fleisch auf den Tisch. Ja gut, jetzt sieht es alles ein bisschen kämpferischer aus. Ja. Haben wir auch lang drauf gewartet. Torwart, jawohl. Ja, muss er pfeifen, das ist völlig okay. Andi, bisschen mehr zu, bisschen mehr weiter, bisschen weniger Rotation nach hinten, auf! Nochmal so ein Noah. Zwei vorne, komm! Juri, halt, muss aufpassen von euch. Noah, Aktion! Ja. Ja. Stark, Paul! Paul, weiter! Komm bleiben! Stark, Paul! Weiter geht's! Zweiter Ball! Hinter der Fehl! Hinter der Fehl! Links, links, links! Links. Guck mal hin, jawohl! Ja, super! Ja! Ricky! Weiter, Ricky! Mit 100! Durch, durch! Ja! Schön, Levi, schön, Junge! Schön. Und wo? Einer! Einer! Und Lasse, Lasse, Lasse! Ja, weiter, weiter, weiter! Weiter, weiter! Warte mal, Ball raus, Ball raus! Ball raus. Ja. Ball raus, mit oder was? Alles gut, ey! Das war zu durchsichtig. Mehr draus machen, mehr draus machen, jawohl. Direkt,
Jetzt aber. Ja! Jetzt aber. Ja! Na, endlich lächeln. Jonas, auf! Wir bleiben in der Tief, wir bleiben in der Tief, auf! Noch jemand? Ja! Konsequent, außen! Hand! Hand! Jawohl! Ganz lang, ganz, ganz! Leute, kommt! Heute nicht! Heute wir! Ja, der kommt! Nicht der Gegner! Mitspringen! Jawohl! Komm her! Was? Okay. Ja, alles. Ja, Hambo! Weiter, weiter! Ja, ja, Ricky, ja, nochmal, schade, ja, weiter! Nein! Auf, auf, auf! Ricky! Ja! Ja! Konsequent, Andi! Aufpassen! Los! Jawohl! Ja, Michi! Leute, klärt doch! Yes. Leute, verteidigt das Ding! Ja! 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 Fuß vor! Jawohl! Ganz schön, Männer! Dann, nicht lassen! Ziehen! Wir verlieren das Ding hier nicht! Lauf ihn an, lauf ihn an! Zippele, Paul! Zipp links! Weiter vor! Schönes Ding, Jan! Schönes Ding! Mach Mo, links raus! Mo, Faktor werden! Körper! Detlef Deiner! Mo, Mo! Mo! Die Räume auf links oder rechts finden mit zum Schlag! Kein Fehler! Auf rechts und links die Räume! Auf! Ja, lauf durch! Da geht's! Echt. Schön, Koch! Schön! Schön. Jawohl! Schön! Weiter! Schön! Yeah.
Schön, komm mal schön. Jawohl. Schön. 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 Yes! Jungs, Jungs! Hey, Mo! Mit Kopf schön, jetzt! Ricky, lasse, schön, Ricky! Lasse! Zehn markieren! Wir müssen immer! Alle bewegen! Alle bewegen! Ja, dann durch! Leon! Passen! Keine blöden Fouls mehr. 2:34, zweieinhalb Jungs. Alle! Alle sofort rückwärts bewegen über Gegenlauf! Guter Ball! Rücklauf! Alle! Klasse, Leon! Schön! Hilfs nicht! Leon! Genau, und jetzt schleicht ihr zurück. Rücklauf, 4-3 tief! Genau so, Luis! Leute, 3 Minuten, ich trage euch raus! Weiter! Ende! Ball blockieren! Ja, weiter! Aufpassen, einer läuft an, Apo! Nicht 1 gegen 1! Leon, nach außen, Paul! Jo! Ja, komm, sieht schön! Ein Faule! Gibt sich da Wechsel! Apo! 9 geht. Auf sofort! Bitte! Köpfe wegbringen! Alle dagegen halten, Jungs! Los geht's! Alle Mann gegen Mann! Einer tief! Einer tief, Lasse!
Tiefer Ball verteidigen. Enger, 10! Oh, Torwart, ey. Ohne Foul! Hin! Lass ihn ab! Raus! Klasse! Ohne Foul! Haut das Ding raus! Jawohl! Spiel ist aus, weiter! Leon, jetzt brauchen wir dich eigentlich. Alle, alle! Erster Ball! Nein! 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 Nicht 2 gegen 1. Und ruhig! Ball wegbringen! Spiel ist aus! 2! Zwei Minuten, alle! Ich brauch einen, Luis. Ja, lauf weg! Lauf weg! Lauf ihn an! Lauf! Lass den Ball! Schiedsrichter wechseln! Leon! Ganz stark, Junge! Leon! Jonas! Eine! Was sehen Sie? Hallo? Peter heißt er. Ja, aber nicht, wenn ich filme. Aber heißt er auch Peter, wenn du filmst, oder? Ja. Luis, Manchmal. Alles! Sehr gut! Letzter Ball! Leute, letzter Ball! Alle! Letzter Lager! Lauf an! Jonas da! Lukas, spiel uns an! Ja! Wie lange noch? 2 Minuten rum! Wegbringen! Hau das Ding weg! Komm mal vor damit! Das war das dicke Fest. Ein Ding! Mach nein! Marschier! Letzter Sieg. Wir haben gesagt, wir spielen für den Jo. Wir haben gesagt, wir spielen für den Ricky. Wir haben gesagt, wir spielen für den Mo. Wir haben gesagt, wir spielen für den Luis. Wir haben gesagt, wir spielen für den Felix, okay? Das haben wir gemacht. Alle anderen 10 haben füreinander gekämpft. Das war großartig. Auf die 5, die rausgehen. Das war ein tolles letztes Spiel. Wir schreien jetzt noch weg. Ja, auf unseren Sieg heute. Also einfach gerne. Hurra! 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 Trainer, ich frage mal nichts, ich lasse dich einfach erzählen. Boah, ich kann heute gar nicht viel erzählen, weil ich jetzt in dem emotionalen Moment mit drin bin. Und heute freue ich mich nur für
die Kabine, für die fünf, die rauskommen, fürs Team, weil sie sich belohnt haben, eine Halbzeit verpennt haben, mal wieder, aber dann muss trotzdem eine Reaktion kommen, deswegen haben wir sie in der Pause allein gelassen und sie haben wohl die richtigen Worte gefunden. Vielleicht war es ein positives Reiben. Heute ist wieder ein Stück Persönlichkeitsentwicklung passiert und jetzt können wir sie mal zwei Wochen allein lassen und dann wollen wir sie nochmal zurückholen bei 3-4 Trainingseinheiten, noch ein Blitzturnier spielen, eine schöne Abschlussfeier und dann war das eine BOL-Saison, die ich immer wieder spielen würde, der ein oder andere Spieler vielleicht nicht, weil da kann man sehr viel für nächstes Jahr rausholen. War das Spiel eventuell sogar ein Abbild der Saison? Ja, habe ich gerade eben gesagt. Das war ein Abbild der Saison. Habe ich mir auch gedacht, ja. Aber ich hatte den Eindruck, dass sie in der 60. zu sich selbst gesagt haben, heute nicht. Ja? Heute nicht. Und dann haben sie sich natürlich belohnt. Das kann auch anders kippen, wenn ja. Andi den Ball vom Julius nicht hält. Ja, ja, dann steht es 3-1, dann kippt in die andere Richtung, dann kriegen wir wahrscheinlich eher ein Viertes. Ja, so aber passiert. Ich hatte den Eindruck, diese Parade vom Andi war die Initialzündung, was dann danach kam. Sehe ich auch so. Kriegen wir da den Ball, wir das Tor, knicken wir weg. Ja. Wir halten den Ball und sagen, heute haben wir vielleicht das Spielglück, machen das 2-2, in meinen Augen verdient. Und machen auch verdient das 3-2. Gegen trotzdem eine engagierte, gute Mannschaft. Und sagen, Büchold ist eine Mannschaft, vor der ich auch meinen Hut ziehe. Weil die mit ihren Möglichkeiten in der BOL auch über Mentalität ganz viel rausholen. Ja. Das war ein Spiel Herz gegen Herz ab der 60. Ja. Und natürlich hat es uns ein bisschen in die Karten gespielt, dass Büchold alle einsetzen wollte und dann auch durch ihre Wechsel so ein bisschen die Struktur verloren haben. Dann sind die zweiten Bälle bei uns gelandet und dann auch im Netz. Es kam mir auch so vor, dass sie sich in der zweiten Halbzeit doch selber geschlagen haben. Ja. Und dass ihr dann doch clever genug wart, dann das 3-2 zu verteidigen, obwohl es kritisch war. Also es stand immer wieder auf der Kippe. Ja, für mich ist es heute auch so, weil du da bist, es schließt sich so ein Kreis. Ja. Du warst irgendwie dabei, als die Jungs angefangen haben, Fußball zu spielen und zu gewinnen und du bist heute am Ende dabei und hast so ein bisschen Persönlichkeiten kennengelernt. Ja. Und ich habe den Jungs gesagt, es war für mich ein Geschenk und eine Ehre, sie trainieren zu dürfen und es ist für mich auch ein Geschenk und eine Ehre, dich kennen zu dürfen und damit möchte ich gerne enden. Ich sage nichts dazu und sage einfach nur Danke. Weil ich dich als aufrichtigen Mensch sehr schätze. Vielen Dank. Bleib so, wie du bist. Ich danke dir. Wir sehen uns gleich im Bus. Ja. Was brauche ich zu dem Spiel? Herz, Leidenschaft, Siegeswillen. Ja? Wenn ich die drei Attribute annehme, was kommt raus? Der Erfolg. Hier. Fußball leben, Fußball lieben mit Herz. Ja? Okay? Auf durch. Geht! Schön, komm auf, schön! Noch. Jawohl! Schön! Weiter! Schön!